Willkommen zurück zu Hyrule Warriors. Yeah. Wir haben seit dem letzten Mal die Arang-Belohnung geholt, die wir verpasst haben. Und wir haben jetzt eine Tante, eine neue Bombe und wir haben einen neuen Krug geholt, weil den hatten wir auch eingesetzt. Ja, da. Ja, genau da. Ja, jetzt kriegen wir unseren ersten Strahltau, wenn wir das Riesenmonster im Dschungel besiegen. Außerdem müssen wir mit der Skulptur sammeln. Es wird Zeit, das letzte Bild zu vervollständigen. Ja. So langsam, aber sicher. Außerdem Agi. Viel Spaß mit Agneta. Dann spiel ich Sheik. Yay. Mit Duellschatten und Sockelbonus und Feuerbonus. Klingt gut. Ja. Verwende die Feen in einer Festung desselben Element, um die Barriere zu zerstören und keinen Schaden zu nehmen. Ja. Niemand kann alle meine Daumen sehen, die ich dafür hochhalte, dass ich Agi spielen darf. Dass du Agneta spielst, ja. Immerhin habe ich dafür einen Wasserschild und nehme wahrscheinlich keinen Schaden in der Mission. Ist ja, auch ich nehme den Schaden schon für dich. Ist ja noch eine grüne Mission, wird schon nicht so kompliziert ja. werden, ne? Plüng, 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 plüng. So, auf geht's. Erstmal den Ostbaum attackieren. Mussten wir irgendwie ein Herzteil oder sowas für dich finden? Nee. Jetzt nur dieses Skulptura, okay. Die Boten wollen übrigens in deiner Festung Verstärkung rufen. Das sind unsere Boten. Wow. Wir kriegen mal Boten? Ja, was wir kriegen jetzt Boten. Auf dieser Karte gibt's auch sich mal unsere Boten. Ich bin beeindruckt. Ja, gut auf Zeit. Ich dachte, die gibt's nur als feindliche Einheiten. Habe ich ja den Dungeon-Schlüssel gefunden? Scheinbar. Keine Kiste aufmachen, also ich mach mal den Dungeon-Schlüssel auf. Jo, tu das. Plup. Und. Yay! Der Dungeon-Schlüssel, das war schwer. Du hast den Großschlüssel halten. Hochkompliziert. Ja, schwer zu finden. Eskortiere die Boten zu ihrem Ziel, ist sogar das Ziel der Mission. Ich dachte, die sind optional. Nee, die sind tatsächlich sogar Sinn und Zweck der ganzen Mission. Ja, dann werde ich wohl oder übel diesen Boten da vorne helfen müssen. Aber das will doch nicht, ne? Es ist ein Hyrule-Hauptmann. Es könnte wenigstens eine bessere Einheit sein. Bitte, als hätten wir jemals bessere Einheiten bekommen als Hyrule-Hauptmänner. Ja, das stimmt schon. Das sind ja eigentlich die besten Einheiten des Spiels, ja, ich ne? Ich glaube, wir haben mal Goron-Hauptmänner irgendwo mal in der Mission gehabt. Stimmt. Geht nichts über Goron-Hauptmänner. Machst du irgendwas? Ja, ich habe Spezialattacke benutzt. Ich gucke, weil dieser Dinosaurus einfach nicht aufgestanden ist. Dun, 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 dun. Und dann ist er von einem Schmetterling getötet worden, der Arme. Und Agi hat den Südbaum erobert. Yeah. Was ist denn hier für eine Truppe, die einfach unseren Boten verfolgt? Weg damit. Die Truppen von Fall rücken übrigens in Richtung des Hauptquartiers vor. Ja, da sind auch schon einige im Hauptquartier. Die sollten wir direkt mal unterbinden. Ja, die roten Truppen da oben. Irgendwie war da scheinbar noch eine größere Menge an roten Truppen, als es bei mir angezeigt wurde, weil sie einfach nicht geladen sind. Ich geh mal lieber nochmal hier hoch und erledige ein paar von denen. Ja, ich glaube, das ist ein Dinosaurier. Mein Gott, sind das viele. Wirklich eben einfach nicht geladen worden. Der Boot hat das Ziel erreicht und ruft nach Verstärkung. Ja, alle unsere Booten sind gekommen. Es war auch enorm schwer. Booten haben das Schlachtfeld verlassen. Ja, den Schlüssel haben wir auch schon, das heißt, wir können. Deutlich schwieriger mit den Booten, wenn du alleine spielst und nicht mit beiden Booten an zwei unterschiedlichen Enden der Karte kommen musst. Das glaube ich gerne. Wir können uns schon ums Hauptquartier kümmern, aber wir brauchen noch einiges an K.O.s ja. für den A-Rang. Ich bin leider erst bei 235. Ich bin bei 400, aber auch nur, weil ich irgendwie drei Festungen eingenommen habe. Oder zwei. Und da einfach hier wegen Gegner wünschen. Ja, ja, aber machen wir doch einfach mal ein Dunkelheitsfeld in den Südostbaum und gucken mal, wie viele Gegner hier zusammenkommen. Bring, 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 bring. Oh, sie werden spawnen sogar ein paar. Ist bei dir gerade wenig los? So viele Gegner hier. Es geht. Hauptsächlich blaue Einheiten gerade um mich rum. Jetzt spawnen nochmal wieder Gegner. Jede Menge. Oh. Und bei mir passen dementsprechend auch gerade im Moment nicht so viele aufs Bild. Ja, die Eskorte der Boten ist jetzt schon erfolgreich angezeigt worden. Ui. Dankeschön, ja, Spiel. Ich bin schnell. Lana hat die Truppen von Fire abgefangen. Ah ja. Vorwärts und aufwärts. Vorwärts. Besiege den feindlichen Feldmarschall. Nein, wir wollen erstmal den A-Rang sichern. Mächtige feindliche Truppe gesichtet. Oh nein. Erobere schnell die Festung. Bestimmt irgendeine Goldschweißeinheit, die uns nichts wirklich tun kann. Goldschweiß-Dinosaurus. Oh je. So was Starkes. Ja, der fast alle seine HP durch meine Spezialattacke verloren hat. Des Weiteren wurden weitere Hühner auf dem Schlachtfeld gesichert. Der jetzt aber nicht tot ist. Ja, wo kommen die denn her? Sind schon die ganze Zeit bei mir. Ich hab gemerkt, dass Hühner aufgetaucht sind. Einer des Dinodoros wird aus dem zerschlagen. Und weitere Hühner. Juhu, man kann nie genug Hühner haben. Ich kann die nur bock, 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 bock. Nur wenn wir Zante auf dem Feld haben. Ja. Und weitere Hühner wurden nach dem Schlachtfeld gesichtet. Juhu. Leider sind ja zu viele Stoßtrommel-Hauptmänner mit bei mir im Südostbund. Deswegen spawnen immer weniger Gegner und immer mehr blaue Einheiten. Meine Güte.
So, Festungskommandant gesichtet. Da nehmen wir die mal ein. So, ich bin bei 413. Nein, 55. Dann fehlen immer noch einige. Jo. Dann gehe ich wohl mal in den Norden und guck mal, was das da für eine komische Truppe ist, die da auf unser Hauptquartier zuläuft. Und außerdem ist der Magus und die Dunkel Nimbus gerade gesichtet worden. Da hast du aber zu töten. Ja. Die Dunkel Nimbus gerade rückt gegen Agi vor. Ja. Ich schätze mal gegen dich. Ja. Da ist ein Dinodo, der sich nicht wehren will, weil du gerade eine große Attacke machst. Licht! So, und der Dinodo ist tot. Der Markus ist auch tot, von daher wird auch gleich diese dunkle Nimbus gerade despawnen. Wir haben außerdem Sia auf unserer Seite. Ja, ich hab schon gesehen. Lana haben wir auch auf unserer Seite. Ja, es ist Sia. Es ist nicht Lana, das ist Sia. Ich hab Sia und Lana auf unserer Seite. Dann ist Sia wahrscheinlich Lana. Das kann mir ja sein. Gutzuna wurde gesichtet. Ja, ich glaube schon. Und in der Mitte, wo ist sie denn? Ich hab keine Ahnung. Halt, ich höre sie. Hier wurde so lauter Freizeit. Wo ist sie denn? Das kann ich dir nicht sagen. Ist sie oben auf der Brücke? Nein. Ich kann ganz schwer orten, wo die eigentlich klappert. Vielleicht irgendwo um das mittlere Quartier herum? Irgendwie ist das hier vorne so laut, aber hier ist nichts. Ist es wieder leise geworden? Bestimmt hier an irgendeiner Seite von dem Hauptquartier, oder nicht? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo die hier ist. Nee, hier ist sie nicht. Ich finde dieses blöde Ding nicht. Aber hier oben, wie gesagt, klappert's. Also hier oben im Norden ist definitiv das Klappern. Ich sehe sie nur nirgendwo hier. Laufen wir mal hier an der Seite rum. Gab's hier irgendwo eine Enterhakenstelle oder sowas? Nee. Nee, gab's nicht, ne? Nee. Hier wird's schon wieder lauter. Jetzt ist es ganz laut. Ich schätze mal, du merkst es ja auch, aber... Ja, ich habe wie immer den Sound quasi, sehr leise, aber. Ja. Hä, wo ist das Ding? Ich bekloppt? Wo ist das Cthulhu? Ah, da in der letzten Ecke. Wow, hab ich die da nicht gesehen. Ja, gut, dann brauchen wir jetzt aber immer noch 200 KOs. Ja. Für den A-Rang. Für deine Belohnung. Dann damit ich beim nächsten Mal nicht Agi spielen muss. Werden wir wohl noch ein paar mehr Gegner schnetzeln müssen. Ey. Also während wir gegen Fei kämpfen. Ja. Tote Feinde in Hauptquartier wurden geöffnet. Ich mach mal einen Spezialattack hier rein, dann stirbt das mal alles. Fei stirbt dabei auch ganz gut. Wie viel Schaden hat sie denn genommen? Das geht. Kann man noch mit leben. Zum. 473 688. Oh, noch eine Spezialattacke. Hoik. Fei ist scheintot. Wir sollten aufhören, große Attacken einzusetzen an diesem Punkt. Du solltest aufhören, hier hat noch keine eingesetzt. Doch, du hast sie gerade mit deinem Käfer erwischt und mega Schaden gemacht. Wenn jemand noch einen Käfer erwischt, ist sie tot. Mach mal meine Magiehymne hier hin. Ich bin bei 700, also 514, wir haben sie. Und. Ah, schade, ich dachte, wir könnten es vielleicht finishen. Ah! Witsch. Sie surft nochmal irgendwie. Ist sie jetzt tot oder lebt sie noch? Jetzt ist sie tot. Sie war schon längst tot, aber durch die Animation ist sie jetzt tot. Ja, Magiefinisher und so. Wahrscheinlichkeit für das Gelingen dieses Plans liegt bei 0%. Feier ist längst gescheitert. Ich muss einfach noch Goma. Ach ja, stimmt ja. Wir müssen ja. Ist ja Dungeon Mission Goma. Ich habe ganz vergessen, dass sie noch gar nicht vorbei ist. Dann hätten wir sie auch töten können. Ja, aber dann werden alle Gegner despawnen. Ja, stimmt. Wieder sehr unpraktisch. Wenn das passiert. Goma, da unten in der Mitte. Theoretisch Magie, aber ich glaube, das brauchen wir nicht, oder? Ich glaube auch nicht. Ich komme. Ich war zu spät mit einer Spezialattacke. Dann mach ich doch Magie an. Rick. Und Magie-Finisher. Aus irgendeinem Grund wollte Agi mehrfach einfach nicht aus ihrer Tanzanimation rauscanceln. Deshalb habe ich die Leiste nicht mehr gekriegt. Sie tanzt halt so gerne. Was die arme Agi. Und Finisher gegen Goma. Er ist tot. Na sowas. Ja. Licht! Zwei Silbermaterialien auf einmal! Yay! Juhu! Ja, wie schon erwähnt, in dieser Karte hier gibt es leichte Möglichkeiten, Materialien zu farmen. Ja, zum Glück. Wir sind das schwarze Team. Yay! Schwarze Agi, schwarzer Sheik, schwarzes Sia. Ja.
Das dunkle Trio. Des Weiteren die A-Rang-Belohnung für Agneta. Es ist ein Herzteil. Yay, Triple Yay. Kein ganzer Herzcontainer, den man uns dieses Mal nachschmeißt. Ja. Unglaublich. Im Gegensatz zu der Krabbelminen-Mission, wo ja. man Herzcontainer dafür bekommen hat. Aus Gründen, weil die so schwer war. Ja, die war also, puh. Vor allem den A-Rang zu kriegen, ja, mein Gott. Mein Gott. Also hätte ich da nicht Link mit Master Schwert gehabt, Moment, hatte ich nicht mal. Ja. Pling. Und A-Rang, na sowas. Strahlentau erhalten, unser erster. Ja, ganz wichtig. Und wir können mal wieder Sachen aussortieren. Das ist noch eine Lyra der Göttin, Lyra des Sturms. Ja, ist noch genug Müll, der weg kann. Da ist schon wieder Platz. Die können wir behalten, ja. Ja. Soweit, so gut. Unser erstes Stück Bild. Was wird es sein? Ein Stück Midna. Es ist wahre Midna mit ziemlich tödlicher Sicherheit auf dem Bild. Ein Stück Midna. Yay! Dann können wir wohl damit rechnen, dass wahre Midna in der Extra-Mission nachher vertreten sein wird. Ja, außerdem können wir hier wieder suchen, da müssen wir wohl wieder einen Pot auf einen Schalter werfen. Gut, dass wir einen neuen Pot gefarmt haben. Ja, sehr gut. Plot! Dudududududding, Treppe aktiviert. Ja, außerdem Strahlentau. Müssen wir hier aktivieren? Ah, okay. Wir müssen ihn nicht aktivieren, aber es ist enorm praktisch. Was wäre, wenn wir es nicht tun? Also zum einen ist dann die komplette Karte einfach nur schwarz. Okay. Die komplette Minikarte, du siehst einfach keine Gegner auf der Karte. Du siehst auch deine eigenen Leute nicht auf der Karte. Du siehst nichts auf der Karte. Du siehst einfach nur die Karte selber. Okay. Und du hast dann eben noch so negative Sachen wie, du kannst keine SP in der gesamten Mission bekommen. Ah, ja. Oder du kannst überhaupt keine Magie in der gesamten Mission bekommen. Das ist fies. Ja. Dann sollte ich vielleicht bei Gelegenheit Strahlentau sammeln, wenn wir können. Ja, das ist nicht schlecht. Ja, wieder Hüterin der Zeitkostüm, weil dann nehmen wir nämlich das Portal dabei. Und kannst du wieder auf Argorox reiten. Ja, kann ich wieder auf Argorox reiten. Ja, arbeiten wir mal an diesem, wo noch 392 Kills fehlen. Das könnte eine 2000er Fähigkeit sein. Ne. Wen habe ich denn Lust zu nehmen? Ich nehme Tingle. Tu das. Tingle. Ja, hier, Duell Drache und Freischaltkram. Ja. Gewinnst du Schlachten auf Kartenabschnitten mit einer Eulenstatue, breitet die Statue ihre Flügel aus. Außerdem wirst du sie nie wieder sehen. Ja. Außer wir wollen aus irgendeinem Grund nochmal... Nochmal die Mission auf der Terminerkarte spielen. Nein, danke. Unbedingt. Zwei Feen, zwei Barrieren. So weit, so gut wie... Nee, ist keine Kette von Feen. Können wir in irgendeiner Reihenfolge machen. Erobere die Festung mit Barrieren. Erstmal Bombenangriff. Ah, boom. Da vorne ist ein Exalfos. Ganz was Gefährliches. Das ist ja der Typ Mission, den wir ja schon kennen, wo die Gegner versuchen, neue Barrieren zu legen. Ja, das kennen wir ja längst. Ja. Ist ja nichts Neues mehr. Nee, das ist wirklich nichts Neues mehr. Gesichtet, gelbe Einheiten, die wir rekrutieren könnten. Das ist irgendwie nicht wichtig. Sprich mit dem Gipto. Das wäre ein ziemlicher Umweg, um mit dem Gipto zu sprechen. Ja. Also sind es nur Giptos. Das sowieso. So, hier haben wir das Ostheiligtum der Göttin. Ah. Da. Ja. Sind hier nicht mal irgendwo Feenjäger, die ich erledigen kann? Truppen von Paroma greifen die anderen Truppen an. Was sollen wir nur tun? Ja, wie grauenhaft. Und nochmal, Wattenangriff. Boom. Festungskommandant gesichtet. Lana hat das Westheiligtum der Göttin erobert. Und da haben wir auch schon deine Belohnung. Soweit, so gut. Simpel genug? Ja, wirklich simpel genug. Yay! Dann kann ich mal eben den einen großen Gegner hier unten töten gehen. Es ist ein Exalfos. Ganz gefährlich. Du durftest Gegner nicht von Gift alleine sterben können. Kring Pa! Tingelstatue! Yay! Wie in so vielen Spielen macht Gift dann nur bis auf 1 HP Runterschaden und danach macht keinen Schaden mehr. Ja, leider. Ja. Und Tingle hat den Exalfos besiegt. In wie vielen Spielen ist Gift schon mal wirklich sinnvoll? Das ist wirklich sinnvoll. Naja, sagen wir mal, wo es tödlich ist. Sinnvoll ist es in vielen Spielen, aber... Ja, ne? Wo es wirklich tödlich ist, halt eher selten. Erfahrungsgemäß ist Gift eher einer der sinnloseren Statusveränderungsdingsbumse. Kommt ganz auf die Spielereihe an, glaube ich. Meine Spielereien ist es deutlich nützlicher als in anderen. Und Bombenangriff. Kaboom! Ding hat den Exalfos gesprengt. Außerdem ist da vorne ein Feenjäger. Noch mehr Feenjäger. Und Ding hat sich selber gesprengt. So, wir haben eine Fee erhalten. Und du hast auch eine Fee erhalten. Ja.
Und da ist ein Goldschweiß Exalfas. Oh nein. Dann sollte ich wohl mal kurz eine Dingelstatue rausholen und Spezialattacke benutzen. Außerdem wurde die Feder Finsternis von mir befreit. Dengel, Dengel, Kurudim. Da ist er explodiert. Der Ballon. Und dadurch ist der Exalfas gestorben. Ja, dann holen wir die Dunkelheitsfee raus und machen mal die Barriere hier vorne weg. Blum, blum, Westruine. 3, 4. Und Bombenangriff. Aus dem Agi-Power. Agi-Power ist die beste Power. Ja. Agi-Power kann man ewig reiten. Und glitschen. Und Bombenangriff. Vor allem letzteres. Vor allem letzteres. 3, 4. Nochmal. Bombenangriff. Stirb festes Kommandant. So, damit sollten wir die Mission schon mal geschafft haben. Noch einer der Feenjäger wurde gesichtet, für den Fall, dass man noch mehr Feen haben will. Nur für den Fall, dass irgendwo Elementarbarrieren errichtet werden sollten. Ja. Können die NPCs ja leider. Und alle Feste mit Barrieren wurden erobert. Wir brauchen aber noch einiges an Chaos. Der Magiespezialist wurde gesichtet. Ja, der Kerl. Rams. Der Magiespezialist will eine Elementarbarriere errichten. Aber ich glaube, das wird kein so ein Problem sein, weil die Mission ist eh schon eigentlich geschafft. Die Mission ist schon geschafft, von daher, ja, nicht mehr ganz so nützlich für die Gegner. Und der Magie-Spezialist hat sie zurückgezogen. Gute Arbeit, Magie-Spezialist. Schön, dass du da warst. Ja. Jetzt besiegen wir den feindlichen Feldmarschall wohl. Und der Gipto wurde angesprochen. Hast du die Truppen gerade rekrutiert? Ich wollte eigentlich nur den Exalfos töten, der auf die zugerannt gekommen ist, aber ja, dann. Hast du so mal aus Versehen rekrutiert? Hab ich so rekrutiert? Ich meine, ist ja nicht schlimm. Nö. Tore zum feindlichen Hauptquartier wurden geöffnet. Ja, wir brauchen aber gleich noch einiges an Kills. Immer noch einiges, ja. Wir brauchen noch 400. Ja, dann halten wir uns mal ran. Haben wir noch was zu tun. Und König Bulbenieps Gefolge wurde mal wieder gesichtet. Ja, direkt neben mir. Dann kannst du die einmal eben erledigen. Ja. Sollte ja nicht so schwer sein. Hallo Paroma. Außerdem der Magus hat Hühner gerufen. Spezialattacke. Tingel, Tingel, Kududim. Pa! Und da den Magus Hühner gerufen, dann werde ich den Magus mal ganz schnell umbringen. Ja, ja, ist besser, ne? Magus ist tot. Wenn wir keine Hühner haben, die uns angreifen wollen. Ja, die sind mal doof. Außerdem Spitzhalterkerl. Ja, und nun helfen die Hühner uns. Yay! Kuddin? Pa! Die beiden Gefolgsleute von König Bulbin sind schon mal tot. Dann wird König Bulbin geschwächt werden. Dann können wir König Bulbin wieder töten. Jetzt muss er auch noch vergiftet. Arme König Bulbin. Ja. Tut mir nicht leid. Ja, komisch, mir auch nicht. Ja, sie wurden besiegt. Wie immer. Come on! Aua! König Bulbin wurde besiegt. Ich wusste gar nicht, dass diese Flammen einen verfolgen von Paroma. Spezialattacke. Grrr, er gibt sich geschlagen. Ich bin schon bei ganzen 474 Kills. 530. Ich muss außerdem noch meine Belohnung holen. Spezialattacke, ja, das wäre gut, wenn du die einsammelst. Oh, nochmal. Ach, kann ich gar nicht mehr. Keine Spezialattacken mehr übrig. Nein. 3, 4 und Bombenangriff. Sprengt die Festung. Jetzt bin ich bei 589. Ich bin bei 510. 4. Nochmal. Bombenangriff. Der Feenjäger ist geflohen. Oh nein. Nicht der Feenjäger. Was werden wir nur tun? Ohne den Feenjäger. Nicht diese Typen mit Schattenfeen, für die es keine Elementarbarrieren mehr gibt. Ja. Die meinen, die einfach nur mein Inventar füllen. Oh, nochmal ein Bombenangriff. Kaboom. Also 644. 95. Dann haben wir es doch. Ja. Lass mich noch meine Belohnung holen. Das wäre geil. Dings umbringst. Wer auch immer es ist. Paroma. Paroma. Bombenangriff. Boom. So, jetzt solltest du langsam, sonst stirbt er mir gleich. Da. Oder ich nehme noch Schaden hier im Kampf gegen ihn, weil ich ihn nicht angreifen darf. Na endlich. Der hätte ja auch einfach aus der Festung rauslaufen können. Da hätte ich auch nicht angegriffen. Es ist ein Herzteil. Yay. Das ist doch feig, einfach aus der Festung rauszulaufen. Spezialattacke. Jingle, Jingle, Kudoding, Pa! Und er ist explodiert. Mission erfolgreich. Zweimal Silbermaterial. Yay. Zweimal Paromas Robe. Irgendwann hätte ich mich darüber mal richtig gefreut. Ja. Vor langer Zeit. Außerdem A-Rang-Belohnung. Pling. Yay. Wunderbar. Hat alles funktioniert. Mal wieder einfache A-Ränge.
Ja, haben wir auf der Terminerkarte am Ende so selten. Wohl wahr. Wir haben fast jede Mission zweimal spielen dürfen. Ja, yay, yeah, Kostüm. Ein neues Kostüm. Also eine C-Rang-Belohnung. Aber glaub ich für hey, Lana, Kostüm. Ne? Ich glaube ja. Dun, 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 ziemlich sicher sogar, ja. Mehr Kostüme! Ich bin mal gespannt, was ihr hier für ein Kostüm kriegt. Das kann nicht schlimmer als das Hawkeye-Kostüm sein, von daher. Ja, und auch nicht viel schlechter als die Deku-Schale. Ja. Wo es auch noch ein bisschen derbig mitguckt. Ja. Yay, keine 1000 Punkte Schaden. Außerdem Stufe 1 Waffen. Ganz was Sinnvolles. Ja. Ritterschwerter. Na, Edelschwerter und so ganz tolle Sachen. Yay. Ja, Müll außerdem und Standard Twilight für Lana freigeschaltet. Ja, man hat sich hier nicht die Mühe gegeben, den Namen zu geben, jetzt kriegen wir jetzt einfach wieder Standard, so und so, so wie bei Standard Master Quest. Ja. Jetzt kriegen wir jetzt alles Standard Twilight. Das ist wieder alles nur Reskins? Ja. Ach toll. Ja, sagen wir, können wir mit der Tante jedes Portal aktivieren? Die haben gesagt, grüne Portale aktivieren. Ja, grüne. Aber wir müssen die Mission erst gewinnen, dann werden die grünen. Ah. Und dann kannst du das Portal benutzen. Interessant. Woran sieht man denn, wo die Portale hinführen? Die beiden werden groß. Ah, das okay. Führt also jetzt nach unten rechts, wo wir schon waren. Also kein sinnvolles Portal. Ja. Außerdem ist da jetzt eine Lampe in der Mission, wo wir eben schon gekämpft haben. Hä? Da war eben keine Lampe. Wieso spawnen die Items erst, nachdem wir die Mission gemacht haben? Das ist doch doof. Ja, wie gesagt, ist auf der Terminerkarte ja auch häufig so gewesen. Ja, aber da waren vorher andere Items da und dann sind da andere Items gespawnt. Hier waren einfach keine Items da und dann spawnen andere. Da war vorher ein Funke. Stimmt, da war Strahlentau, ne? Ja, da war ein Strahlentau. Gibt Strahlentau nur einmal jedes Mal? Ich glaube nicht. Respawnt der? Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie auch nachspawnen. Ja. Ja gut, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder hier auf der Twilight-Karte. Yeah. Bis dahin, see ya. Aloha.